Hallöchen YouTube, hier ist wieder euer Matze 85 LP. Wir machen heute mal eine kleine Rundfahrt. Denn wir haben ja in der letzten Folge das Feld fertig gemacht gehabt. Ich lade schnell noch die Seemaschine voll. Spanne den ab. Vielleicht können wir noch eine Fuhre Kompass mit hochnehmen. Zur Pflaumen- und Kirschenproduktion. Wir machen eine kleine Rundfahrt hoch zur Pflaumenanlage. Bringen nochmal Wasser hoch. Eventuell. Können wir ja schon die ersten Pflaumen verkaufen oder Kirschen. Mal gucken, wie weit die sind. Gut. Dann starten wir uns das Wasserfass und machen wir eine Runde hoch. Mal gucken, wie weit die oben sind. Voll haben wir es ja schon. Dann fahren wir mal hoch zur Obstanlage. Ich denke mal, als nächstes machen wir mit die Brauerei fertig, dass wir das erste Bier verkaufen können. Die Bierproduktion in Gang kommt. Mal schauen, wie weit wir heute kommen. Wie ihr gerade mitgekriegt habt, habe ich gerade die Zeit hochgenommen, dass wir die Nacht durchlaufen lassen können. Endlich mal die Obstanlage zum Laufen gebracht haben. Dann werde ich mal hier dieses Wasserpilz lange bringen mit euch. Also es hier läuft. Mal gucken, ob wir heute noch ein Feld kaufen. Ich weiß noch nicht, wie weit wir heute hinkommen, in der Zeit her. Dann würde ich fast sagen, holen wir uns noch ein Feld. Ich kann frage einfach mal, wie eure letzte Woche war. Was habt ihr denn Schönes gemacht? Lasst euch nicht verarschen. Heute ist ja der 1. April. Hoffentlich wollt ihr heute nicht in April reingeschickt. Oh, 30 Kubikmeter Kirschen und wie viele Pflaumen haben wir? 7. Da können wir eigentlich mal uns einen Hänger holen. Noch einen Hänger holen und morgen, ich würde sagen, wir fahren noch eine Fuhre Wasser hoch. Dann holen wir uns einen anderen Hänger. Kirschen.
Menno. Wie war denn euer Tag bis jetzt? Ihr könnt mich gerne reinschreiben, wenn ihr Lust habt. Der Mais wächst hier auch. Mais, Raps, der wächst hier auch schön. Wir machen es jetzt am besten. Gut. Ich habe hier den anderen kleben blauen. Oder holen wir uns gleich noch einen großen Hänger. Ich denke mal, wir holen uns schnell noch einen größeren Hänger, dass wir die Kirschen verkaufen können. Holen wir uns den hier. Fahren wir schnell mal zum Händler, holen uns den Hänger ab. Große Nachfrage für Salat. Haben wir keinen. Leider noch nicht. So weit sind wir halt noch nicht. Entschuldigung, wir hängen schnell an, holen uns die Kirschen. Holen uns jetzt die Kirschen und dann Abmarsch zum Verkauf. Komm, fahr. Wir können ja gleich mal noch so diese Anlage gucken, was die macht. Oh, unser Raps ist alle. Hier haben wir auch schon mal 31.000 Liter drinne. Ich denke mal, jetzt fahren wir schnell die Kirschen verkaufen und dann anschließend holen wir Diesel.
müssten ja nochmal Kompost hochfahren. Nachdem wir die Kirschen verkauft haben und Diesel. Diese verkauft haben und dann Pflaumen müssten wir dann auch noch demnächst verkaufen. Da wir da noch ein bisschen Geld einnehmen können, weil die auch schon mal über 40 Kubikmeter, 40.000 Liter. Gut, gucken wir mal schnell, wohin müssen. Zwiebeln, Radikalsalat, Schnapsbrot, Gepäck, Bier, Dinger, Sand, Kirschen. Oh. Wir fahren dann am besten nochmal ins Lager, bis sich der Preis erholt hat. Und dann fahren wir anschließend noch die Pflaumen weg. Und machen erstmal damit Geld. Gut, lagern wir schnell mal die Kirschen ein. Das Lager ist halt nicht weit weg von hier, zum Glück. Er hat ganz schön zu tun mit dem Hänger. Der KI ist auch ganz schön langsam. Hier haben wir das Lager für Jan Produkte. Für Brot, Bier, Kuchen, Salat, Quark und so. Ich nehme jetzt mal schnell die Zeit runter. Sonst sind wir danach in roten Zahlen. Und kriegen nicht viel dafür. Das wollen wir ja nicht gerade riskieren. Nee, das mache ich nicht. Wird zu enger wenn Radius.
Gut, dann haben wir ja schon noch eine Fuhre Pflaumen und bringen sie zum Skype-Markt. Ja. Jetzt noch schnell die Markierung und fahren hin. Es hat ein Stückchen wie ich jetzt. Ich könnte hier oben einschalten. Entschuldigung, davor kam mein Chef. Naja. Gut. Sind wir schon fast da. Jetzt laden wir noch beim Skype-Markt. Schnell die Pflaumen ab. Mal gucken, was die bringen. Hundertsiebzigtausend ist auch schon eine ganze Stange Geld für Pflaumen. Hier ist die Konditorei. Auch eine schöne Sache. Dann tauschen wir schnell mal den Hänger, dass wir in den nächsten Let's Play den Diesel holen. Nehmen noch ein bisschen die Zeit hoch. So. Unsere Felder sind ja auch schon erntereif. Das machen wir denn in den nächsten paar. Denn ich möchte nicht gerade im Dunkeln lang hindroschen.
Wo stellen wir jetzt schnell den Hänger hin? Holen wir nachher nochmal im nächsten Part. Gut. Wo ist denn auch ein Hänger? Den an das Dieselfass. Komm, was können wir auch noch was nachladen? Gut, dann wollte ich mal sagen, ich verabschiede mich bei euch. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da oder schreibt mich an. Ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal, euer Matze85LP. Tschüss.